Hello and welcome back. Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier sind wir doch in Folge 112 in meinem Minecraft Let's Play. Ja, es ist mitten in der Woche. Und ich möchte ein, zwei Stunden spielen. Und nehme das spontan auf. Also ich weiß noch nicht genau. Ich hoffe heute, also für das jetzt hier so, ist jetzt die Folge, glaube ich, Freitag und Samstag. Ein Stündchen. Ist nichts wirklich geplant. Wir könnten nochmal angeln gehen, was ich allerdings letztes Mal schon versucht habe. Und es hat ehrlich gesagt nicht so gut geklappt. Wir haben Name Tags, aber wir haben noch keine Tiere, denen wir den geben können. Das finde ich ehrlich gesagt schade, aber wir werden sie vorsichtig mal in La Rucksack packen. Das haben wir letzte Woche schon gemacht, die Rucksack ein bisschen hier ausgebaut, damit wir Platz haben, was sich bald erübrigen wird, weil wir keinen Platz mehr haben. Genau, das finden wir nicht schön. Warum auch? Ich habe überlegt, wir müssen mal oben herlatschen und ich will mal gucken, wie es ausschaut. Wir müssen eigentlich hier oben, eigentlich müssen wir das hier oben machen, ne? Weil wir sind ja dann auf einer Höhe. Wenn wir hier durchgraben oder vielmehr dann von der anderen Seite, ob wir da eine Tür durchgraben können, das finde ich schon mal ganz interessant. Dass wir nicht mal oben herlatschen müssen, sondern unten einfach einen kleinen Tunnel machen. Normalerweise müsste ich an den Häusern weiterbauen, aber wie gesagt, mir gefallen die nicht und ich möchte die wieder weg haben. Also zumindest was oben drauf ist. Ich habe mir auch schon überlegt, die Häuser, um ehrlich zu sein, ich habe mir gar nicht geguckt, ob die Aufnahme läuft. Sekunde. Doch, sieht so aus. Ja. Und letztes Mal übrigens, das muss ich auch sagen, ist mir allerdings zu spät aufgefallen. Ich habe das auch noch nicht. Oh, alles wieder zurück. Ja. Da war kein Game Sound. Warum das so ist, weiß ich nicht. Weil das mein Aufnahmeprogramm zeigt mir eigentlich Game Sound an. Ist aber nicht aufgenommen worden. Ich glaube, für 4 oder 5 Episoden. Also, ich habe da nur stumm und misch. Also, kein Ton und misch. Eigentlich, die Idee unten mit dem Stein finde ich ganz gut. Und das gefällt mir eigentlich auch. So. Aber das, was wir oben drauf gesetzt haben, gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen sollen. Ich bin mir da noch unsicher. Und deswegen habe ich beschlossen. Hallo Klausi Mausi. Ja, ich muss mal eben kurz. Donnebar. Da kommen wir gar nicht durch. Oder? Doch, wir könnten das so machen. Was? Ui, da sind wir schon direkt am. Fällt mir gerade auf. Das ist natürlich blöd. Bah. Ups. Ach so. Ups. Okay. Also hier sind wir schon. Deswegen haben wir auch das Dings die ganze Zeit so laut. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Aber wir müssten doch hier durchbauen können, oder? Das müsste doch gehen. Das können wir ja nicht, weil wir hier runtergebaut haben, ich blöd, Mann. Okay, wir nehmen die Idee mal zurück. Die ist jetzt doof. Weil die funktioniert jetzt noch nicht. Für den Fall, dass ihr euch wundert. Ich bin immer ehrlich mit solchen Sachen. Ich habe ja auf Peaceful stehen, weil ich mache das jetzt abends nach der Arbeit. Ich habe jetzt keine Lust auf Monster zu schießen. Deswegen habe ich gedacht, komm. Hi, Klausi Mausi. Kann sein, dass Klausi langsam an Leben gewinnt oder hat der. Wo ist der andere eigentlich? Matthias ist ja tot. Das haben wir ja, ne? Der hält sich ja. Ach, Rudolf ist noch da oben. Okay. Irgendwie steigt die Lebens nicht auf. Ich weiß aber nicht, wie man das macht bei denen. Ja, Klausi Mausi, ich weiß. Ja. Bist du nicht der Meinung, dass? Ja. Eigentlich habe ich jetzt auf Peaceful stehen. Wenn wir das nämlich auf Easy machen, dann ist Klausi gleich scharf auf uns. Irgendwann. Seht ihr? Schon ist er scharf auf uns. Guck. Können wir auch machen, was wir wollen. Oh. Klausi mag uns jetzt. Sobald wir uns bewegen. Guck. Das ist aber nur, wenn der, wenn wir auf Easy oder Normal spielen. Ansonsten ist das ehrlich gesagt nicht. Ja, ist ganz merkwürdig. Ja, Klaus, ich weiß doch, du magst mich, aber du beschützt mich ja nicht. Das ist das Problem, ja. Wie ist das, wenn wir das auf Normal machen? Wird er dann wilder? Klausi Mausi. Oh, da sehen wir jetzt gar nichts mehr. Das ist natürlich negativ. Wo ist Klausi? Ups. Wo ist er denn? Klaus? Ah! Oh, der kam aber, wow! Das war aber hammer-stylisch hier, Baby. Ja. Oh, habt ihr gesehen? Er greift wirklich den Familie an, okay. Das muss ich mir jetzt merken, ja. Danke. Ja, lass doch meinen Familie in Frieden, du Pappsack. Der mag keine Konkurrenz, der ist eifersüchtig. Ja, hier unten kannst du nicht hin, Klausi. Das tut mir leid, dann musst du da oben jetzt warten.
Bin ich nicht hier gerade irgendwie gewesen? Ach ja, hier. Was war das? Nein. Ja, huste noch, Junge. Mann. So, was hat man denn hier? Kabel? Haben wir hier Kabelstone oder was hat man hier? Nee, da hat man das eigentlich mit den... Hä? Hat man das so? Ach, geh, leck's mir da am Ohrsch hier. Oh, das haben wir natürlich nicht so laut gesagt. Hallo. Na, ist das schön. Denn habe ich jetzt kein Kabel dabei. Dann kabel ich doch. Da ist noch Kabel. Genau. Dann werde ich schon mal gleich wütend hier. Jetzt müssen wir mal Kabelstone-Dings machen. Ne? Wie ist es nochmal? Da. Genau, da haben wir doch den normalen Kabel, weil das jetzt... Das ist blöde, weil da die Carpenter-Sachen drauf sind und irgendwie pappt der dann auch schon mal das andere Muster dran. So, das klappt jetzt leider nicht. Das ist natürlich blöd. Ich habe jetzt gedacht, jetzt haben wir eine einfache Aufgabe. Da können wir uns ein bisschen durchbohren. Aber ich nicht. Ich nicht. Ja, ich weiß, du willst Familie töten. Kann ich die Familie eigentlich ausstellen? Fällt mir gerade mal ein. Soll ich mal gucken, ob er dann immer noch attackiert. Ja, lass ihn doch jetzt in Frieden, Junge. Ist doch jetzt gut. Ich hab die Monster wieder an, fällt mir gerade auf, ne? Aber ist keiner da, ist auch schön. Genau, gehen wir nochmal gucken. Ja, oh, von wegen ist keiner da, keiner hier, nicht keiner da, keiner hier. Na wo? Oh, da sind schon gleich zwei Creeper. Ja, die Idee gefällt mir, also die Grundidee gefällt mir. Aber der Rest ist leider, die Ausführung ist leider Schrot, muss ich jetzt leider sagen. Ja, Klausi Mausi. Du bist ja eh gleich tot. Because you're blöd. Okay. Oh, da haben wir noch einen Namestag. Gab sich ein Familiarbuch. Weaponry Tinker Materials Tinker's Construct. Das ist doppelt Tinker's Construct. Okay. Was haben wir hier? Okay, die Taumium-Sachen. Nö. Gelbe Herzen haben wir ja, schön. Also ein Hartkanister hier. Oh, wir müssen den bald mal reparieren. Genau, ja. Ja, ist ja gut jetzt, liebe Monster. Familia Guide, Dankeschön. Kann man die nicht ausstellen? Remove. Los. So, jetzt habe ich keinen Familia mehr bei mir, richtig? Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob Klausi Mausi uns immer noch angreift und verfolgt. Das wäre jetzt für mich interessant zu wissen. Jetzt los, Leute. Beruhigt euch mal. Ja, sie sind Monsters nearby. Das sind nur Monsters nearby. Let me doch mal in Frieden, hör mal. Wie wär's denn damit? Ja, geh auf die andere Seite. Hier schlafe ich jetzt auf dem Glas. Glas, hör mal auf dem Glas. Glas, Glas, Uschi, Glas. Ist jetzt für die älteren Zuschauer. Ja, so, wo ist Klausi Mausi? Klausi! Klausi, wo bist du denn? Huhu. Das ist Rudi. Oh. Oh, Le Creep ist da. Wo ist er denn? Oh. Danke. Ja, Klausi Mausi, der muss raufkommen, sonst kommt Le Creep und macht gleich Le Buff. Und wenn Le Creep Le Buff macht, bist du nämlich Le Tod. Um das mal so zu sagen. Wir machen uns gleich wieder ein Familiar. Ich habe genug, hier. That shouldn't be the problem. So. Ja. Du wirst mich doch... Peter E. attackieren. Dankeschön. Und du hast meinen Schokobo getötet. Meinen ersten oder zweiten, der hier war. Genau. Da habe ich nämlich auch vertraut. Da gab es wirklich eine freundliche Spinne und einen Wolf. Und die standen beide neben mir. Und die haben mich irgendwie die ganze Zeit nicht attackiert. Und dann auf einmal haben sie meinen Schokobo getötet. Die Säue. Deswegen müssen alle Wölfe jetzt sterben.
Genau. Macht das eigentlich einen Sinn, was ich hier mache? Ja, natürlich, das ist alles durchdacht. Macht euch keine Gedanken. Das ist sowas von geplant hier. Ne? Ja, okay, jetzt gucken wir nochmal. Genau, wir wollen ja für später auch noch Zuckerrohr. Ich hole gleich mal Sand und fülle das hier auf. Das nervt mich jetzt. Machen wir jetzt als nächstes. Müssen wir eben kurz abpusten. Sekunde. Ja, da bin ich schon wieder. Lass mich in Frieden. Stirb. Du wirst eh heute Abend noch angreifen und du wirst keine Chocobos von mir töten, ja. So, drei haben wir jetzt hier, ne, die fest sind. Ja, die scheinen sich hier wohl zu fühlen. Da sind immer so drei, vier sind auf jeden Fall hier und natürlich hier oben unser Beetle. Ist auf jeden Fall da. Jetzt habe ich irgendwas vergessen, was ich holen wollte. Und ist so klar. Sand. Sand. Er wollte doch Sand holen. Wollte er nicht Sand holen? Klaus? Hi. Come on. Come up. Come on up. Come up. Hi. Seht ihr, jetzt lässt er mich nämlich in Ruhe. Ist der Dings hier zufällig unten? Seht ihr? Der Familia war es. Der hat die ganze Zeit den Familia verfolgt und wollte den Familia töten. Richtig? Ey, und mich lässt er in Ruhe. Okay. Gut. Aber den müssen wir uns natürlich trotzdem wiederholen, weil ist mein Familia und den wollen wir wieder haben. Hi, Klausi Mausi. Na? Siehste? Jetzt kommt er nämlich nicht mehr. Oder doch? Hey, Dankeschön. Ja, viel Spaß da unten mit dem Schwein. Was wollte ich jetzt holen? Sand. Wo ist denn der Sand? Haben wir denn genug? Nee, eigentlich nicht, ne? Wir haben Red Sand, aber normalen Sand? Sandstone, Sandstone, Sandstone. Ich habe doppelt Sandstone, das kann ja nicht sein. Und unten auch. Oh ja. Ich habe nur noch einen einzigen Sand. Nee, Sand habe ich doch einen. Oh. Das ist natürlich blöd. Erde haben wir noch. Ja, genau. Dann gucken wir mal, dass wir das da anders machen. Haben wir die Schippe dabei? Budup, 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 budup. Budisch. Budisch, 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 budisch. So. Ja, haben wir wieder einen ordentlichen Cringe reingehauen, was immer positiv ist. Kommt bei den Zuhörern immer gut an. Manchmal auch bei den Zuschauern. Jetzt habe ich noch einen Hammer-Gag dazu gemacht. Das ist wow. Ich weiß, das ist so an Gag-Dichte und an wow, nicht zu überbieten. Es ist auch schwer zu unterbieten, muss man auch sagen. Aber überbieten ist auch wahnsinnig. Also da noch eins tiefer zu kommen, da muss man sich schon Mühe geben. Kann man versuchen. Es gibt ja eine Kommentarsektion unter jedem Video. Da könnte man sich ja. Ich wollte schon gerade sagen, steckt da ein Schwein fest. Da bin ich echt erschrocken. Hilfe. Machen wir denn noch Sand? Okay, packen wir den Sand da rein, dann machen wir da Erde drauf. Fertig aus. So, weil das können wir nicht wegnehmen. Richtig, sonst kriegen wir nämlich hier den. So. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich würde jetzt gerne so machen. Genau, dann haben wir hier noch zwei. Und dann nehmen wir hier noch zwei weg. Okay, das geht. So. Dann können wir nämlich das hier mit Erde dicht machen. Das haben wir die ganze Zeit hier überall Löcher drin. Und wir haben ja jetzt, mir fällt wie gesagt mit den Häusern, das könnte ich jetzt auch 3 Stunden drüber nachdenken, nichts Kreatives ein im Moment. Ich habe zwar schon die Idee, die ich ursprünglich hatte, wie ihr da seht, die funktioniert ja nicht so wirklich. Können wir auch mal rausnehmen. Ey, war anders geplant, Junge. So nicht. So nicht, damit das klar ist. Und deswegen würde ich jetzt mal, dass wir so Kleinigkeiten irgendwie machen. Hier weiß ich noch nicht, ob wir das lassen, aber das sollte eigentlich auch zu sein. Oh, da ist ja noch ein Skorpion. Ey, bist du das, Matthias? Zufällig?
Oh, wo sind die Kinder? Oh, ja, das war jetzt unglücklich. Ich wollte die Kinder haben. Ja gut, dann müssen wir noch mal warten. Ja, was da wohl passiert ist, mein Gott, das wird man auch nie rauskriegen. Das ist aber, ja, das nennt man jetzt, glaube ich, schade, ne? Mhm. Ja, na gut, gehen wir mal weiter. Ey, du alte Kuh. So, Chocobo, bist du neu? Ne, du bist einer von den, jawohl, dich hatten wir schon. Da ist auch noch einer, ja, planschst du mal schön. Sehr gut. Kann ich hier nicht irgendwas zumachen? Schon, ne? Ja, ist mir jetzt egal. Die werden dann, ich wollte das eigentlich ausfüllen, aber das dauert auch alles so lange. Das ist irgendwie so nicht unbedingt befriedigend, würde ich mal sagen. Deswegen behaupte ich jetzt mal, wir machen das jetzt mal eben spontan so. Jetzt machen wir einfach random Kack, die keiner will. So, random Kacke, die keiner will. So, random Kack, die keiner will. So. Genau. So. Dann machen wir da, genau, dann müssen wir das hier nur auffüllen. Das ist, glaube ich, gut genug. Oh, dann hören wir zumindest die Monster oben nicht. Aber das müssen wir dann nochmal googeln, wann wir das machen. Genau. So. Bum, bum. Ja, hallo, da sind wir doch wieder. Also auf der einen Seite finde ich schön, dass die Skorpione einem so treu bleiben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind die Chocobos ja schon etwas wählerischer zwischendurch. Hast du jetzt das Schwein getötet? Nee, da ist er doch. Oink, oink, mein kleiner Freund. Mhm. Ja, irgendwie sagt mir das nicht zu. Wir werden mal die andere Seite abbauen, weil das lassen wir jetzt noch stehen, damit wir zumindest eine Idee haben, was wir denn vorher gemacht haben. Was? Genau, können wir das mal eben machen. Also zumindest das Holz da weg oben. Das ist, wie gesagt, das ist für mich, ja, das gefällt mir nicht. Die Idee war ja wirklich, oder ist, die war ja nicht, die ist ja eigentlich noch, dass man... Also wie man das eventuell aus einigen älteren Baujahrzehnten, Dekaden von früher kennt, da hatte man auch schon mal, wenn man auch schon mal in so Altstädten war, da gibt es ja diese Fachwerkhäuser, bei dem unten so ein Steinfundament ist und da drauf ist das Fachwerk gesetzt. Also es ist nicht alles aus Holz. Und so war eigentlich die Grundidee. Aber das, was ich da so fachwerktechnisch draufgesetzt habe, sieht halt aus, finde ich. Also sieht so lala aus. Hat jetzt nicht unbedingt, dass man sich denkt, wow, das war Fachwerk. Deswegen ist halt die Frage noch, ob das jetzt so bleibt oder nicht. Diese Frage ist noch offen. Und diese Frage ist schwer zu klären. Da wir die Frage nicht klären können, müssen wir was abreißen. So ist das nun mal eben. Wir klären nicht, wir reißen ab. Das wäre jetzt ungünstig, weil dann nehme ich alles mit. Und das wäre jetzt nicht Sinn und Zweck der Aufgabe. So, was wir machen können, ist, das nehmen wir noch mit. Vielleicht ist auch einfach das Holz falsch gewesen. Oder die Bauweise, ich weiß es nicht. Da müssen wir uns nochmal was einfallen lassen. Also ich weiß aber wirklich noch nicht was, das ist das Problem. Und mir wäre es lieber, ich wüsste was, weil dann könnte ich weiterbauen. Aber ich kann nicht weiterbauen, weil mir nichts einfällt. Deswegen baue ich nicht weiter. So. Mal das. Oh, guck mal. Da haben wir gleich mal einen Balken mitgenommen. Ja, wenn das nicht mal ein Balken war. Machen wir nochmal so. Ja, damit wir zumindest die Grundoptik wahren. So, können wir das nochmal mitnehmen? So, was haben wir hier? Achso, das müssen wir auch noch mitnehmen. Da müssen wir jetzt auch höher bauen. Das kann natürlich auch sein. Mir auch schon eingefallen. Man das vielleicht so lassen kann. Ja, das vielleicht. Ah, hier fehlt noch ein Balken. Ups. So. Da könnte man ja auch nochmal drüber nachdenken, dass man sozusagen. So, da hat man jetzt eine Flach. Da ist noch was. Ups. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung.
Treppe sollte eigentlich bleiben, nicht blöd, Mann. Ja, genau. Jetzt haben wir dafür aber noch die Dings kaputt gemacht. Nee. Haben wir. So, dann kommen wir zumindest wieder rauf und jetzt mal überlegen. Also das soll ja das Grundgerüst ist ja wirklich, ich muss mal pennen gehen, ne? Und ich muss mir angewöhnen, dass ich eine Familie nicht mehr habe in dem Moment. Ups. Sollte jetzt erstmal nicht unbedingt hier rumspringen wie ein Wilden. Okay. So, haben wir das Familiarbuch? Jawohl. Ja, das ist es nicht. Ey. Gucken wir mal eben. So, wen können wir denn machen? Familia Guide. Ihn können wir machen, aber den will ich nicht. Nope. Next. Das wäre er. Sie. Und wir hätten noch ihn. Das ist ein Navi. Und der gibt uns, was gibt er uns denn nochmal? Der Grims was pricked to death, okay. Der, glaube ich, der signalisiert uns, wenn Diamanten in der Nähe sind oder sowas, ja. Aber jetzt haben wir ihn wieder. Genau, Description. Annoys you if diamonds are or emeralds are nearby. Da könnten wir vielleicht nochmal überlegen, ob wir den vielleicht mal benutzen, wenn wir unten sind. Jetzt haben wir aber unseren. Jawohl, da ist unser Ferry wieder. Hey, dich wollen wir doch hier haben. Danke. Pack den Familiar Guide jetzt mal da rein. Yep. Ich denke, jetzt wird auch Klausi Mausi gleich wiederkommen. Und verzweifelt versuchen, meine Familie zu töten. Genau. Ja, das war jetzt mal unproduktiv, würde ich sagen. Aber ist okay. Wir haben ja immerhin schon was abgebaut, genau. Ja, müssen wir nochmal gucken. Ich mache eine Kündchenpause. Frischen Kaffee oder sowas. Bin ich gleich. Ja, da sind wir wieder zurück. Da haben wir nochmal einen Knochen gefunden. Ja, ich bin gerade mit dem Knochen durch die Gegend am Laufen. Voll der Knochen. Was wir noch machen könnten, ist, wo wir gerade ich gerade nicht so genau wissen, was man machen könnte. Obwohl, wo soll ich damit hin? Da muss ich alles wieder einsortieren, da habe ich jetzt keinen Bock zu. Nee, einsortieren ist kacke. Genau, was wir mal gucken können, ist, wie weit wir eigentlich genau. Das fällt mir doch gerade mal ein. Wir wollten doch mal unbedingt auch später mal die Schmüde benutzen. Und die Schmaüde. Also irgendwie klappt das hier mit den anderen Bäumen überhaupt nicht. Das ist so merkwürdig. Ja. Also das hier hat ja geklappt mit den Fichten und mit den Dings. Aber das hier funktioniert nicht. Keine Ahnung warum. Vielleicht müssen wir die echt bei uns pflanzen. Ich hatte ja gedacht, die Wüste lebt quasi. Also begrünen wir doch mal die Wüste. Aber das sind doch... Wo sind sie denn? Palmsetzlinge, die wachsen doch in der Nähe der Wüste. Vielleicht müssen wir da echt drei reinmachen. Jetzt habe ich natürlich wieder kein Dirt dabei. Doch, habe ich. Ha, ich bin ein dirty Junge. Schippe haben wir auch noch. Jo, haben wir noch. So, eben. Soll ich die vielleicht in die Mitte packen oder so? Ey, nein, jetzt bitte nicht diesen Kack. Und darunter. Danke. Oh. Ja gut, wir haben ja unseren goldenen Handschuh. Damit kriegen wir das auch hin, ne? Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Jetzt gucken wir mal, wenn wir drei Reihen-Dings machen, ob das funktioniert. Oder einer von euch hat vielleicht eine Idee, ob das überhaupt geht, was ich hier mache. Ob man, vielleicht kann man nicht alle Bäume in einem Wüstenbiom pflanzen. Oder, was wir auch mal machen könnten, ist, fällt mir gerade mal ein, vielleicht brauchen wir auch etwas Wasser drumherum. Weil diese Palmsetzlinge sind ja auch immer da, wo Wasser in der Wüste ist. Das sind ja so Grünlandschaften und da ist ja dann meistens auch ein bisschen Wasser, ne? Ja, dann gucken wir doch mal, ob wir hier ein bisschen Wasser reinkriegen. Drei. Nummer eins. Und dann machen wir hier nochmal drei Runde. Und dann gucken wir mal, ob das auch mit Wasser geht. Das müsste doch gelacht sein, oder? Dass wir das nicht hinkriegen. Dass wir hier die Bäume ans Blühen kriegen. So. Und dann nehmen wir mal hier den Sand nochmal weg. Das sind wir jetzt ganz brutal. Das ist jetzt ultimatives Terraforming.
Genau, und dann gucken wir einfach mal, ob das funktioniert. Fertig aus. So. Habe ich da einen vergessen? Nee. So, dann machen wir da nochmal Boden hin. Vielleicht klappt das dann, dass da wirklich Wasser fehlt. Das kann ich nicht sagen. Das hatten wir auch mit den Mangroven. Ich weiß nicht, ob das wird ja keiner gesehen haben. Aber wir hatten ja auch Mangrovensetzlinge mit. Und die haben auch nicht funktioniert. Die sind dann sogar aus dem Boden heraus. Also die sind wirklich, die habe ich eingepflanzt, dann waren die drin. Dann habe ich mich das nächste Mal eingeloggt und dann waren die alle komplett despawned. Vielleicht brauchen wir hier einfach nur Wasser. Was ihr damit meint, wissen wir nicht. Ich kann noch schlimmer übrigens, wollte ich schon mal sagen. Das geht. So, jetzt machen wir das so. Dann haben wir Wasser in der Nähe. Und dann pflanzen wir mal die Bäume. Ey, so war das nicht geplant, sondern so. So, weil wir wollen ja die Wüste, zumindest im Umkreis unseres Dorfes, beleben. Genau. So, und jetzt haben wir doch erstmal 5 Setzlinge. Okay, die packen wir jetzt mal direkt ans Rand. 1, 2. Und in der Platz. 1, 2. Machen wir mal so. Jetzt haben wir noch 3 Stück übrig. Genau. Wo ist die Mitte ungefähr? Ich glaube hier, ne? So. Machen wir mal so. Und machen wir mal so. Mal gucken, ob das besser klappt. Wenn da Wasser in der Nähe ist, müssen wir mal gucken. Ja. Achso, wegen der Dings wollten wir nochmal gucken, genau. Oh, das können wir mal eben. Das ist ja voll in der Blüte. Lebens. Richtig? Jawohl. Genau. Und dann können wir bei der nächsten Folge doch endlich auch mal bei uns, genau, das haben wir auch noch nicht gemacht, die Chocobo-Pflanzen anpflanzen. Dass wir mal, wenn neue Chocobo, obwohl wir haben genug, ne? Aber wir brauchen noch die goldenen, aber das können wir später machen, fällt mir gerade ein. Wenn wir die Chocobos dann auch wirklich züchten wollen, dass wir dann sagen, okay, jetzt brauchen wir die goldenen und diese Herz-Chocobo-Pflanzen, genau. So. Danke. Back. Ja. Kriegen wir das hin? Jawohl. Das klappt doch. Und noch ein Vor und ein Tor. So. Wunderbar. Ja, wenn wir alles so viel hätten wie hier den Hafer, mich sticht der gleich auch, glaube ich. Ja, nehmen wir mal die Mangrove hier rauf. So. Ey. Bin ich. Muss aber. Die können wir mal lassen. Dann nehmen wir die noch mit. Dann sind wir auch da, wo wir eigentlich sein wollten. Genau. Hey. Hey, hey. Haben wir noch Platz für Baumwolle? Ja, müsste eigentlich klappen, weil ich glaube, die Baumwolle kriegen wir 64 Wände, ne? Genau, die ist auch voll, für den Fall, dass wir Strings brauchen. Genau. Achso, das brauchen wir nicht. Du bist immer noch da drunter, du Trottel. Ups, seit Ewigkeiten. Seit Ewigkeiten, genau. Solltet ihr zwischendurch Geschrei hören, was sein kann, aber ich glaube, mein Mikro ist mittlerweile so gut eingestellt, dass man nicht mitbekommt. Hä, wieso zeigt er mir Seared Bricks an? Keine Ahnung. Blood. Oh, da haben wir Liquid Emeralds. Da weiß ich immer noch nicht, wo die herkommen. Genau. So, dann gehen wir doch mal wieder. Achso, genau. Die Idee ist ja, dass wir von hier aus
eine Leitung bauen, unterirdisch, und die müsste dann zu uns rüber. Ich weiß gar nicht, ob das so lange reicht. Die müsste nämlich bis hier hinten hin, weil ich hatte ja die Grundidee, die Tinkerschmiede da stehen zu lassen. Aber ich glaube, das ist zu weit. Ich glaube, dass die Item Ducks selber nicht reichen. Wie heißt die? Hopper Ducks. Ich glaube nicht, dass die so weit gehen. Weil das ist, glaube ich, wirklich ein weiter Weg. Oder wir müssen doch irgendwie gucken, dass wir hier, das müssen wir hier auch noch ändern, genau. Dass wir hier die Tinkerschmiede hinbauen. Aber da müssen wir nochmal gucken, genau. Ich würde dann sagen, für diese Folge war es das so ein bisschen. Ich hoffe mal, ihr hattet jetzt ja auf mich zu verfolgen. Das hast du die ganze Zeit nicht gemacht. Da haben wir noch was. Oh, das ist aber auch voll. Jo. Ja, ich weiß. Aber ist mir egal. Genau. So, ich muss mich hier noch verabschieden von den Leuten, die eventuell zugeschaut haben. Genau. Ich hoffe mal, es hat ein wenig gefallen. Wenn es auch eine sehr random Folge war. Also nach dem Motto, wir haben nichts Besonderes gemacht. Also nichts Außergewöhnliches oder irgendwie. Außer ein bisschen Holz abgerissen und sind ein bisschen verwirrt durch die Gegend gelaufen. Das ist so das, was wir eigentlich gemacht haben. Ja, und wenn es euch gefallen hat, hoffe ich mal, dass ihr vielleicht wieder einschaltet. Oder mal eine der anderen Folgen guckt. Ein paar sind ja schon da. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.